Corona time, nothing but my crew and me. Oh Mann. Ja. Herzlich willkommen zurück. Und wir hüpfen wieder zurück in GTA 4. Und schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Ist schon alles ein bisschen schräg, ne? Aber was willst du machen? Können wir jetzt mal das Cappuccino von Kaffee und dazu eine Zigarette. Bin da irgendwie immer noch nicht von weg. Von dieser Qualmerei. Brauch quasi schon mal ein halbes Leben. Naja, mal gucken. Irgendwie werde ich das demnächst mal hinkriegen und aufhören. Eigentlich lange genug gequalmt. Ja, ja, GTA 4, das waren noch Zeiten. So, ja, was ist denn als nächstes? Da ist schon wieder so ein mit Person auf der Karte direkt, ne? Ist das Auto da gerade einfach so gespawnt? Ja, so Krabuff. Ist so teilweise. Das ist erst von Blatt. Über und Doppel, komm zu mir, es ist, gibt wieder Arbeit, ja, ist klar. Manchmal ist das Spiel, das ist so wie mit der Kamera, die in der ersten Folge war es, glaube ich, so in den Scheinwerfer einfach so reinzoomt. So, das sind so billige Effekte, ne? Also es kommt so billig rüber manchmal. So wie das jetzt auch gerade. Hm. Komm, wir klauen uns mal einen Mercedes. Und schauen mal. Ach, den Typen kennen wir noch. Der hat uns doch ein 100er geschenkt in einer der letzten Folgen. Fremd und Freaks-mäßig hier. Oh, weia, ja, sieht der fertig aus. That's real nice. Hey, I remember you. You're the comrade guy. The guy with all the jokes. Oh, yeah. How time flies when you're having fun. Right. And you're definitely having a lot of fun. No doubt. Listen, dude, you want to make a quick buck? Come with me. I got something to show you. Need a vehicle, amigo. Ja, komm, wir haben eine Karre. Irgendwie ist der schräg, ne? Der raucht noch schlimmeres Zeug wie ich. Take me over to Masterson Street. So what are you showing me? Dude, this is meant to be the biggest rock in the world. These guys are fucking scientists. Things meant to be bigger than my fist, bigger than a melon. Fucking genius. Gonna last me weeks. Sure it will. Bidding war was fierce, dude. Like being on the trading floor. Yeah! Ha! Ding, ding. Da will er hin. Wait here while I make the deal, dude. Let's hope this thing isn't too heavy for me to carry by myself. Sick. Yo, Mr. Bankerman. This is a real sound investment you're making. A good use of your assets and shit. Most def. Dude, take me over to Wappinger and Harden. Did you get it? Yeah.
ain't no rock. It's a fucking boulder! This shit's gonna blast me to the moon! What's the film where that guy is on a mountain and he gets chased by that huge boulder? I don't know. Shit, dude, I should remember this. Anyway, that... Ich habe noch ein bisschen was von dem Text verpasst, oder? This your place? Yeah, sorta. No, it doesn't matter. Here's some dollar. Appreciate the ride. Gut, im Prinzip hat er sich Stoff organisiert und wir sollten ihn fahren und dafür gibt's jetzt Geld, ja? Alter, der Augenränder. Hat er das auch gesehen? Krass. Naja. Okay. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um diesen Vlad-Typen, ne? Der alte Kerl im Anzug. Irgendwie gefällt er mir nicht. Der geht mir auf den Senkel. Der ist mir unsympathisch. Absolut. You're going to have your license revoked. What? My friend, smoking in a bar is a crime. Plain and simple. You're joking, right? This is a joke. You're playing hey, a joke on Mallory, me. Mallory, tell Fettig his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshall! Easy, buddy. Go on, do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Hallo, Vlad говорит. Да, да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. From Vlad. Shit! Stay away from me! Ja komm, schnapp dir den Wagen. Sag bloß, er entkommt mir jetzt, ja. Nee, eher nicht. Wohl alles richtig gemacht. You got me. You got me, okay? Why have you not paid Vlad the money you owe him? I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is an impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to him. I thought this country was different.
Aber wie kommt das nicht mehr, ne? Eigentlich war das dann am Ende einer Mission. Die haben wahrscheinlich auch kaputt gepatcht, ne? Naja. I spoke to the laundromat owner. He gets the message. He will pay you now. I like your style. You can be an intimidating guy. It's a shame everybody knows what a stupid yokel you are when you open your mouth, huh? Come back to the bar soon. Naja. Schauen wir nochmal, was dieser LJ hat. Was der zu tun hat. Würde ich mal meinen. Concrete Jungle. Yo, what are you doing with Ben's now? Yo. What? It's Nico. Nico? Yeah, me bleached hard last night, you know. Me so come, yo. Just hold on. What? What up, Nico? Hey. Glad to see the man, you know. What to my man, Roman? Roman? Yeah. He's okay. Yeah. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll comfort to a fool, you know, Nico. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Hat der gerade kommen gesagt, auf Deutsch? Ja, man muss sich für mich, you know. If I go down to Saratoga Avenue in Willis, the man taking this wheel, this herb don't do too well for my honor, my eye coordination. Ja, komm mal, die Möhre fahre ich nicht. Dieses Flaggschiff fährt sich kacke. Das ist so doof zum Einsteigen, ist auch gut. diese kleinen Bugs, ne? Ist der Mann. Oh Mann. Früher ist mir das nicht so aufgefallen, aber... I'm sure. Naja. You might not keep the windows closed. Keep the gun down in the car. Hot box. Vielleicht haben sie so einfach echt kaputt gepatcht. Ich kann das schon so genau sagen jetzt. Don't know if it's all this herb, but... I made a paranoid, I don't trust them. Who arranged this deal? Some arbashards in the crew. Bad man know them a long time, but... I think them faced it. And if this goes wrong... I don't know what kind of shit Batman gonna lay upon them two, you know? You think this is a setup? I don't know. I've been smoking hard, you know. Fucks with my brain analytical. Make me think all type of shit. I dread you don't trust yourself, can't trust no one else, see? You can't shake no hands when your fist be clinched. Yeah. Go around the back in case one of them try to get jumpy and run off with the ganja. Keep hold of this vehicle, we might need to get out of here quick. Sure, they had no stuff, you know, they tried to take my car in. I still got it though. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered. Yeah, stop. Machen wir es uns einfach und... Wo läuft denn der hin? Verdammt. Organisieren wir uns Munition. Würde ich sagen. Ja. Karre sieht echt gut aus jetzt. Hey,
Die Mission hat Xavus letztens im Stream gespielt, weil das ist witzig. Ich habe das Let's Play angefangen und irgendwann später habe ich gesehen, dass er das streamt. Könnt ihr mal vorbeischauen. Pack mal einen Link zu seinem Kanal in die Videobeschreibung. You're a bad boy, Nico. I don't know what I will be doing without you, no. But I must say I got to get the blood clots to set I up. All right. Drive while I block up some more, you know, brother. Rascal, I think you can call a bad man. Oh, no. That's a fool. A dead fool. The boy is no match for I and I. He's nothing. Here we be. Are you with me, brother? Yes. I gonna put some road boy in the ground. Ja. Let's go, Nico. Sagst du zu ihm auch noch im Stream, dass ich früher diese Mission öfter machen musste, weil ich die verkackt habe? I will set this place on fire to blood clot. Das wird mir jetzt hoffentlich nicht im Let's Play passieren. Butsch. Can't get a shot on the boy. Check the window. You see him up there? Habe ich aber, glaube ich, geschafft. Ricky, you see it? And I get them all. Yo, make me broke out here. I think some more soon turn up. Ja, aber ich darf vorher die Munition einsammeln, oder? Und Shotgun ein bisschen für umsonst ist auch ganz nett. Oh, die Heilung nehmen wir eben mit. Können wir später alles gebrauchen? Möchte ich meinen. Früher oder später werden wir uns wahrscheinlich Waffen und Munition kaufen müssen. Man könnte sich ja auch mal eigentlich immer umschauen, ne? Wenn wir schon dabei sind, dann geht's nach oben. Da war alles zu. Okay, dann weg hier. Denn lass uns hier abdüsen. Tschau! Dem too late to stop I and I. Bring us back to the cafe and thing. Real bad man gonna be happy with this and thing. Januar. Thank you, my brother. Don't mention it. It was a pleasure. I look out for bad man like how you look out for Roman. He's my cousin. Blood be the thickest band there is, you know? Light is not always an easy thing in a style. Bad man tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, show that. Etc. etc. It always logical, but I and I follow. See? That idea? Him call stab a man for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake, man. We're there. Thanks for everything. Keep this little something and say, yo, we are. Ich kürze die Story immer, weil ich so rase, ne? See you later. Ich brauche eigentlich immer ein bisschen länger für ihre Gespräche. Muss ich demnächst mal ein bisschen drauf achten, vielleicht. Man möchte ja auch alles mitkriegen, ne? Hat er gespeichert, okay. Na gut. I'm glad this is not my car. Thank you.
mach das jetzt mal mit Absicht. Nico, now that you settled into life in Liberty City, I was wondering if you could start to help your cousin with the family business. I thought all I'd been doing since I got there was helping you out. You have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. I'll pay you properly. Okay, then. Just call me whenever you want to take a fare. You can do as many as you like, Nico. There are always more customers. Ich wollte nämlich mal gucken, wie das mit diesen Massenexplosionen ist. Das wollte ich noch ganz gerne zum Abschluss dieser Folge mal machen. Wenn nämlich irgendwo eine Ansammlung von vielen Autos ist und das Auto brennt, was man da fährt, das geht dann in die Luft. Wenn man halt rechtzeitig aussteigt und weggeht, dann gibt das eine übelste Massenexplosion. Ups. Hörte sich so an, als hätte er gesagt, mein Auto, ne? Gucken wir mal, ob wir das schaffen, ob die Kiste gleich mal brennt hier. Autos gibt es hier hinten ja genug anscheinend. Haben wir die Kiste mal zu Klump, würde ich sagen. Könnte witzig werden. Quellen tut das schon mal. Oh ja, steig aus. Jetzt haben wir hier keine Ansammlung von vielen Autos, ne? Und nicht wirklich so nah dran. Das ist natürlich schade. Aber prinzipiell ist es das. Muss ich das nochmal probieren mit einem anderen Wagen? Come on, Hartman, get out. I hope you have health insurance. Wie, hier sind schon Platten? Das ging aber fix jetzt hier. Oh. Police. Irgendwie ging das früher einfacher, hatte ich in Erinnerung, aber gut. Warum hat der einen Platten? Mehrere. Stay away from me. Also erstmal weg. Erstmal flüchten. Fahndungslevel sind wir los. Die Ecke kommt mir bekannt vor. Hier führt uns noch eine Mission hin. Da mussten wir flüchten, nicht wahr? Thank you.
ist auf der anderen Seite ausgestiegen, ist auch gut. Sorry, okay? Ja, und so eine Hauptstraße dürfte das auch ganz gut gehen. Wir machen mal ein bisschen Verlängerung heute. Why can't people drive in this country? Die Bullen. Die Bullen. Da wollte ich nicht drauf. Das gibt Ärger. Klappt das wieder nicht. Bounce. Ja, da stehen schon ordentlich einige, ne? Ja, raus aus der Kiste, die Karre fackelt. Ah! Ja, kommt, naja, es steht da halt verkehrt, ne? Ich hab da keine Übung mehr drin. Es gibt gleich einen ordentlichen Rums. Ach, Roman. Ja, 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 das könnte funktionieren. Das knallt gleich richtig. Oh shit. Ach komm schon. Wieder nicht? Gibt's doch nicht. Oh oh. Ja komm, fahr noch schnell in die Nähe. Und jetzt bumm. Jawohl. Ja, jetzt fängt der auch noch an zu fucken. Ja gut, das waren immerhin schon mal zwei, ne? Jetzt aber nicht so spannend, so nicht so big, so. Oh, das Ganze hat schon mal im Ansatz funktioniert, ne? Oh, jetzt geht's weiter, ja. Ja, ist ja schön. Lauf da raus, weg da. Der geht ja auch gleich hoch. Und der fängt auch schon an zu brennen. Oh, ich glaube, das ist nur ein Reifen, ne? Also das macht natürlich richtig Spaß an dieser Engine, ne? Na, guck mal, ob der auch gleich hochgeht. Das läuft er mir hinterher. Ja, gut. Das soll es ja noch gewesen sein. Bis zur nächsten Folge GTA 4. Bis dahin, mach's gut oder besser.